Das ist mein absoluter Lieblingsbäcker. Bereit für ein Haul. Für uns geht's für eine Woche nach. Guten Morgen, meine Lieben. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen über die Woche hinweg mit. Für mich ist es nämlich meine letzte Arbeitswoche, bevor es in Urlaub geht, nochmal für eine Woche. Ich gehe mit meinen Mädels weg. Aber das werde ich euch alles später noch erzählen. Aber ich dachte, ich starte an dieser Stelle den Vlog. Es ist jetzt 7:45 Uhr. Ich muss mich gleich anziehen und vollends für die Arbeit richten. Aber damit es nicht erst so nach der Arbeit startet. Und ja. Ich dachte, ich gebe euch noch kurz einen Outfit-Check. Ist ein bisschen dunkel, aber ich habe meine Hose von Armed Angels an. Das ist wirklich gerade mein jeden Tag Go-To-Hosen-Outfit. Ich liebe die, weil die so bequem ist und höher geht. Und darunter einfach ein schwarzes Top und dann so ein Pulli. Den habe ich, ich glaube, von Kauf dich glücklich gekauft. Der ist original von Villa, aber der ist schon ein bisschen älter. Und der ist richtig süß, weil der sich da hinten so zusammenbindet. Und dazu werde ich dann wahrscheinlich meine Wehrschuhe anziehen und meine gemütliche Teddy. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause und habe mich in Sportklamotten geworfen. Ich versuche mich heute nach Ewigkeiten mal wieder an Sport und ins Fitnessstudio zu gehen. Irgendwie ist bei mir in letzter Zeit die Motivation nicht so groß da, aber wir ziehen das jetzt durch. Und danach möchte ich auch, wenn ich nach Hause gekommen bin, mit euch ein Paket auspacken, worauf sich mein Freund auch extrem freut. Und ja, aber als erstes geht's los in Sport. Ich bin jetzt mit dem Sport fertig und gerade noch eine Runde kurz zum Rewe einkaufen gegangen, damit wir ein Festspiel einfach haben und ich bin morgen außerhalb auf dem Kundentermin und dass ich einfach was Kleines zum Essen dabei habe. Habe ich einmal Brötchen geholt, das ist mein absoluter Lieblingsbäcker. Dann hat sich mein Freund Tzatziki gewünscht, dann hatten wir keine Tomaten mehr und ich dachte eigentlich ist es ganz nett zum Festspannen. Und dann meinen Lieblingstee habe ich noch geholt, das ist die Sorte. Und einmal so eine vegane Wurst. Und jetzt düsen wir nach Hause. Ich bin zurück zu Hause und wer ist bereit für ein Haul, bevor ich schnell unter die Dusche springe? Das Paket steht nämlich schon seit ein paar Tagen da und ich habe darauf gewartet, dass ich euch das in einem Vlog zeige. Jetzt habe ich eine große Bestellung bei Koro gemacht. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass wir richtig große Schwierigkeiten mit Motten hatten und ich musste so viele Lebensmittel wegschmeißen, was mir insgeheim das Herz gebrochen hat. Und ja, deswegen freue ich mich extrem, ein paar neue Sachen zu haben, weil wir jetzt die Motten, ich hoffe wirklich, gut ausgerottet haben. Zum einen hier so ein weißes Mandelmus. Meine Mama hat sowas immer gehabt und ich freue mich da auch richtig drauf, das zu essen. Vor allem, ich mache ganz gerne so gefüllte Datteln mit Schokoglasur und dann kann ich das richtig gut befüllen. Dann Walnüsse, das habe ich ganz, ganz dringend nämlich gebraucht. Und auch Chiasamen, die musste ich alle wegschmeißen. Und jetzt freue ich mich, dass ich mir wieder Chia-Pudding machen kann. Eine Sache, die ich auch extrem liebe, sind Hanfsamen. Die mache ich ganz gerne über so Bowls drüber oder in Smoothies und sowas rein. Und das ist einfach immer ein Muss bei mir. Dann Schokodrops für meine erwähnten Schokodatteln. Und natürlich darf dann auch der Hauptindikator nicht fehlen, die Datteln. Ich liebe Meshu-Datteln und ich habe schon mal bei Koro diese Meshu-Datteln bestellt. Und es sind einfach die besten. Das sind so richtig schöne, juicy Datteln und die gefüllt mit einer Nussbutter und mit Schokolade drumherum. Oh, geil. Habe ich richtig Lust, direkt zu machen. Das habe ich schon öfters bei anderen gesehen. Das sind so Soja-Crispies. Und ich dachte, das ist richtig lecker, so über Müsli drüber noch oder über Porridge oder sonst irgendwie. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und dann, meine Freundin und ich gehen in Urlaub. Da habe ich dann jedem so einen veganen Proteinriegel, damit wir die dann auf einem Ausflug snacken können. Und ich glaube, ein Highlight von meinem Freund sind so Pistazien kennen. Der liebt Pistazien. Und ich dachte mir so, komm, ich mache ihm auch eine Freude. Und dann habe ich ihm noch diese
gerösteten Maiskörner gekauft. Die habe ich ihm schon mal zum Geburtstag geschenkt und er liebt diese Dinger. Also ich bin noch gespannt, wie lange er dieses Kilopack halten wird. Ich hoffe etwas länger und dass es nicht sofort weg ist. Aber ja, er kann es kaum erwarten, es nämlich aufzumachen. Und ich freue mich richtig, dass ich mit Koro zusammenarbeiten darf. Ich habe jetzt einen dauerhaften Rabattcode für euch. Ich schreibe euch alle Infos in die Infobox. Es steht auch jetzt in Zukunft immer eine Infobox drin, falls ihr was ausprobieren wollt. Ich kann die Datteln sehr empfehlen. Wir werden demnächst auch noch diesen Snack machen mit den Schokodatteln, dass ich ihn euch nochmal direkt zeige. Und ich habe gesehen, die haben so ein Pumpkin Spice Pulver. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht mitbestellt habe, weil ich bin kein Kaffeetrinker und ich bin kein so... Ich vertrage das nicht so gut und ich dachte irgendwie so, oh ja, dann könnte ich das auf eine andere Art und Weise machen, ohne Kaffee mit diesem Pumpkin Spice, aber naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal duschen und dann gibt's Abendessen. Gerade von der Arbeit nach Hause, beziehungsweise ich war heute den Tag über auf Terminen. Deswegen bin ich heute auch etwas schicker angezogen in Bluse und habe mich gerade noch kurz hier zu Hause ins Homeoffice angesetzt, um noch ein, zwei E-Mails zu beantworten. Ich habe jetzt aber ein bisschen Kopfschmerzen und ich bin auch echt fertig. Deswegen ziehe ich mich kurz um in gemütliche Klamotten. Hier steht auch Zeugs rum, Wäsche, was ich noch aufräumen will. Am Freitag geht es für mich in Urlaub mit meinen Freundinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt direkt gesagt habe. Ansonsten erzähle ich das jetzt noch kurz. Für uns geht es für eine Woche nach Malaga, Spanien. Und ich freue mich so sehr, diesem trüben, kalten Grau hier nochmal zu entkommen. Ich bin überhaupt nicht so der graue Mensch. Also ich bin sehr sonnenabhängig und ich brauche das auch extrem. Und ich merke das auch immer, dass es im Herbst, Winter bei mir von der Stimmung her immer ein bisschen schwieriger wird. Und deswegen freue ich mich extrem nochmal rauskommen zu können, dass ich die Möglichkeit habe, einfach, dass ich das mit meinen Freundinnen mache. Das ist auch so unser erster gemeinsamer Mädelsurlaub, so in dem Trio. Deswegen muss ich morgen noch den Koffer packen, weil es am Freitag losgeht. Aber ich wollte davor noch gucken, was ich vielleicht so einpacke. Also ich werde nur einen Handgepäckskoffer nehmen und einfach davor vielleicht müssen ein, zwei Sachen nochmal gewaschen werden. Und deswegen könnte ich einfach alles angeschmissen. Da kommt mein Freund nach Hause mit Zoe, die waren gerade beim Tierarzt. Hallo! Hallo! Oh, Hallöchen! Oh, ich muss kurz jetzt gestern gar nicht mehr zu Ende erzählt, beziehungsweise gar nicht mehr gefilmt dann. Aber was ich sagen wollte ist, Zoe war beim Tierarzt. Die macht nämlich immer mal wieder so einen Husten und das klingt immer recht komisch. Und deswegen waren wir jetzt schon zum zweiten Mal beim Tierarzt. Also gestern war mein Freund alleine. Und es wird jetzt untersucht und da wurde Blut abgenommen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also die haben schon so einen Lungenabstrich gemacht und da war alles negativ. Aber die wurde im Ausland nicht richtig durchgecheckt, ob sie irgendeine Krankheit hat. Und wir wollen das jetzt einfach mal wissen, weil sie halt immer so ein bisschen gehustet hat. Und es hat uns halt ein bisschen stutzig gemacht, weil ich habe ja noch eine andere Katze und bei der ist das nicht so. Und deswegen, ja, genau. Aber jetzt ist Donnerstagabend. Und ich bin jetzt am Packen langsam, weil wir ja morgen fliegen und meine Freundin und ich wollen nachher auch noch telefonieren, so in einer halben Stunde circa. Hier habe ich Unterwäsche bisher rausgelegt, Bikinis, eine so eine Stoffhose, die habe ich auch neu von Armed Angels und die ist richtig... Oh, meine Freundin ruft direkt an. Ich habe gestern weitergefilmt, weil meine Freundin dann angerufen hat und wir eine Konferenz quasi gemacht haben mit was wir packen und sowas. Deswegen zeige ich euch gleich noch fertig, was ich gepackt habe. Und ich habe jetzt gerade auch mein Video für Sonntag noch fertig gemacht und gearbeitet ein bisschen. Und war kurz in der Stadt beim DM, weil ich habe noch ein paar so Reisesachen gebraucht. Damit ich Shampoo abfüllen kann und Spülung, weil das habe ich nicht mehr als festes momentan. Das habe ich jetzt gerade geholt. Einmal einen neuen Augenbrauenstift, dann Trockenshampoo, weil meine Haare sehen einfach immer so schnell schlecht aus. Und dann dachte ich, nehme ich jetzt so eine kleine Größe mal mit. Dann zwei Sachen zum Abfüllen für Shampoo und Spülung. Dann so eine Mini feste Duschpflege. Die hatte ich schon mal in groß und die fand ich echt gut. Und dann noch eine kleine Zahnpasta. Meine große würde da auch reinpassen, aber... bisschen platzsparender und ja. Nicht wundern, ich hatte mich kurz umgezogen, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt noch schnell so einen Überblick, was ich gepackt habe. Also hier habe ich einmal so Kosmetikzeugs rein und zwar Rasierer, Deo und dann habe ich hier jetzt noch meine Kosmetiksachen
in so einen Beutel reingepackt, weil wir Handgepäck kriegen und da darf man ja nur 1 Liter mitnehmen. Und Sonnencreme werde ich dort kaufen. Und das ist mein Flugoutfit. Ich muss ehrlich sein, dieses Mal ist es mir auch mit dem Packen etwas schwerer gefallen, weil man halt nicht so ja, das einschätzen kann mit wie warm es ist, was man so anzieht. Ich habe auch irgendwie vergessen, so was ich im Sommer anhatte. Aber das wird alles passen. Zum einen habe ich meine gelbe Bluse einfach zum Drüberwerfen dabei, weil die finde ich immer super praktisch. Ein Hut, dann Schlafi, eine lange Jogginghose, das sind sehr dünne. Dann, ich glaube, 3 Tops. Ich hatte euch gestern, glaube ich, schon ein bisschen was gezeigt. Kurze Hosen, 2, einen langen Rock, 1 Kleid. Und dann auf der Seite ein Spiel, Sonnenbrille, Birkenstock, ein Handtuch, ein Bauchbeutel und da ist Unterwäsche und Bikinis drin. Ja, und das war's eigentlich. Und dann die Kosmetik kommt in Rucksack. Geht's bald los? Ich habe jetzt alles gepackt und ich würde auch an dieser Stelle dann den Vlog beenden und vermutlich dann auch mit meinen Freundinnen vor Ort ein bisschen filmen. Vielleicht kommt dann da ein Vlog zusammen. Aber ansonsten steht mein Koffer parat und mein Rucksack und ich muss in 1/2 Stunde los. Und ja, damit ich dann das Video auch für euch noch ein bisschen fertig machen kann, dachte ich, beende ich das hier. Ich weiß, es war ein bisschen random und die Kameraqualität hat manchmal ein bisschen gesponnen, weil ich noch jetzt wieder auf meiner alten Kamera für den Film gevloggt habe, weil es ein bisschen einfacher manchmal ist. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem nicht dran gestört und habt so ein paar Einblicke einfach genießen können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.